In diesem Video werden Sie 5 unterschiedliche Tools anhand konkreter Beispiele kennenlernen. Sie sind einfache Tools, die die Umsetzung der 4K-Kompetenzen im Unterricht unterstützen können. Das erste Tool: bitterfeedback.de. Mit diesem Tool können Befragungen kostenlos und ohne Registrierung erstellt und geteilt werden. Zum Beispiel kann die Lehrkraft einen anonymen Briefkasten bereitstellen, in den die Schülerinnen und Schüler ihre Wünsche für die nächste Unterrichtsstunde einreichen. Nach der Erstellung der Befragung kann die Lehrkraft die URL mit den Lernenden teilen. Sie bekommt einen separaten Link, um die Ergebnisse anzuschauen. Das zweite Tool: vocaroo.com. Mit diesem Tool können Sprachnachrichten erstellt und per Link geteilt werden. Zum Beispiel kann ein Lernender Vocaroo nutzen, um eine Nachfrage an die Lehrkraft zu stellen. Kollaborative Dokumente haben oft eine Kommentarfunktion, die für längere Texte unübersichtlich werden kann. Als Alternativ kann die Lernende eine Sprachnachricht aufnehmen und den Link in den Kommentar schreiben. Das dritte Tool: openmoji.org. Mit diesem Tool können Lernende und Lehrende kostenlose und frei lizenzierte Emojis, also Bildsymbole, als Bilddatei herunterladen und verwenden. Zum Beispiel können die Lernenden ein Moodboard, also eine Stimmungstafel zum Thema Natur, erstellen. Dabei suchen Sie auf OpenMoji nach den passenden Bildern und fügen sie auf ein leeres Whiteboard ein. Das vierte Tool: The Most Dangerous Writing App. Mit diesem Tool gibt es keine andere Möglichkeit, als ununterbrochen zu schreiben, weil der Text sonst verschwindet. Dieses Tool ist besonders geeignet, wenn Gedanken genauso aufgeschrieben werden sollen, wie sie gedacht werden. Zum Beispiel können die Lernenden nach einer Literaturrecherche alle ihre Gedanken einmal aufschreiben und sie erst danach in einem zweiten Schritt sortieren. Das fünfte und letzte Tool: txt.fyi. Mit diesem Tool können Texte schnell und unkompliziert im Netz veröffentlicht werden. Zum Beispiel können die Lernenden kollaborativ an einem Projektbericht in Kidspad arbeiten. Dann können sie die finalen Ergebnisse mit Hilfe von txt.fyi als einfache Webseite veröffentlichen. Am Ende bekommen sie einen Link, den sie mit der Lehrkraft und anderen Lernenden teilen können. Sie haben nun 5 Tools als kleine Helfer für den Unterricht anhand konkreter Beispiele kennengelernt. In der Praxis lassen sich diese Tools noch vielfältiger einsetzen. Sie sind hilfreiche Webtools für die Implementierung der 4K-Kompetenzen: kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer.